Moin Leute und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Together The Map OMSI 2. Das war's schon. mit dem James. Let's Play Together The Map OMSI 2. Du Held. Ja, Let's Play Together The Map OMSI 2. Ja, mit mir und dem Julian. Hallo. Und wir fahren heute die Linie 438, also 38. Wir fahren die Linie 38, beim James ist es die 438, beziehungsweise bei mir auch. Wir fahren im Kreis. Ja. Von hier, Park and Ride, Wendestelle, Parkplatz 1, nach Parkplatz 1, Wendestelle, Pause. Also von hier nach hier. Ja. Exakt. Dann mal rein da. Strom an. Zack. Fahrtenschreiber. Motor an. So. Anmelden. Ja, da muss das ja alles noch machen. Ich hab das ja vorab schon gemacht. Nee, ich hab das noch nicht gemacht. Mal gucken, fahren wir von hier? Nee, wir müssen noch zur Starthaltestelle fahren. Starthaltestelle fahren. Ist ja kein Problem. 2,5 Minuten hast du noch. Ja, hör mal. Kein Stress, ich bin angemeldet. Dann machen wir hier noch Halbbeleuchtung an. Nein, mir reicht. Hallo. So, da ist Halbbeleuchtung. Ist ja schon mal los. Türchen zu. Blinker aus. Kollege mit der 32. Kollege mit der 32? Wo? Kam mir gerade entgegen. Einmal links rum, ne? Muss nur. Ja, links rum. Perfekt. Der Knickschutz geht mir direkt auf den Sack. So. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Hi. Du kommst wenigstens schon zur Haltestelle. Alter Schwede. Mir stehen Sie hier noch auf dem Linksabbiegerstreifen. Nee, ich konnte reinfahren. Jetzt darf ich auch. Ist aber gut was los hier. Ja, ich sehe schon. So, machen wir mal Niedling rein. Warum steigen hier Leute ein und direkt wieder aus? Ja. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Hallo. Kannst du auch nicht erklären. Die. Was? Ach, die 30. 30 was? Steht neben mir. An der Ampel. Na, Lemmenthal ZOB Altstadt. Steht hier nichts an der Ampel, oder? Geht hier einer? Nee, bei mir steht hier keiner. Hä? Stimmt. Ich bin ja allein. Wir stehen jetzt hier gerade und warten darauf, dass sie raus können. The fuck? Ja, ich sag ja, die steigen ein und irgendwie auch wieder aus. Bescheuert. Teilweise. Habe ich eigentlich gerade alles Wetter angemacht? Habe ich. So, gleich geht's dann los. Sollte ich der Gerät mal einschalten. Der Gerät? So. Ja, der Gerät. Halbe Minute noch. Ja, die Kasse noch zurechtdrehen. Ich bin den Bus schon länger nicht mehr gefahren. Ich vergesse das immer, dass ich die immer ein bisschen drehen muss. Oh, bei mir steht tatsächlich jetzt auch nur 38, nicht 438. Interessant. Hast du nicht meine Version? Doch, eigentlich schon. Steht das auf den KI-Bussen? Mit der 4? Ne, da stand gerade 30. Hä? Aber ich hab doch deine Version. Definitiv. Scheinbar nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Naja. Solange ich keine Kollision habe, so, wir können los. Ja, nee, ich nicht. Du nicht? Wieso nicht? Da wollte wieder jemand raus. Mhm. Ja, ich seh's gerade auch. Dritte Tür. Ja, ich lass einfach mal auf hinten noch. Bei mir ist die Ampel nämlich noch rot. Die ist gerade rot geworden, als ich losfahren wollte. Ja, Tito. Schade, schade, schade. Wagen Nummer 1713. Blöde Ampel. Mhm. Mach mir schon mal hier meinen Platz. So, jetzt ist grün.
Nee, bei mir nicht. Bei mir Auch leider bei mir nicht. schon. Auf geht's! Yay! Wir sehen schon an den Haltestellen hier, wir fahren den Park Shuttle P2, P3. Ja. Und es steht auf der Matrix. Das kommt noch dazu. Kannst du ein bisschen näher ans Mikro? Noch ist näher ans Mikro. Ja, vielen Dank. Gerne, gerne. Also ja, wir müssen ja hier Lindenhof, halten wir ihn? Lemmental-Lindenhof, ja, da halten wir. Ja, ich musste das erste Mal wieder nachhelfen. Ich kenne das ja schon. Ja, wir fahren ein ganzes Stückchen, ne? Ja, ist schon ein bisschen. Dreiviertel Stunde. Hallo. Ja. Bisschen Weg ist es. Aber das ist ja nicht schlimm. Nö. Also ich meine, die Collision Fixes von dir habe ich definitiv installiert. Ich hätte echt schwören können, ich habe auch deine Version hier installiert. Das ja, ist ja... Vielleicht doch nur auf dem PC in Dortmund. Ist ja halb so wild. Halt nur hier auch. Und grün. Sehr schön. Ja, halt hier. Ab zum Wildsfuß. Hallo. Guten Tag. Das ist geil, wenn man die richtigen Chipsatztreiber hat, wie das läuft. Komisch, ne? Wie es auf einmal funktioniert. Oh, jetzt lernt eine Karte. Ich hätte nicht gedacht, dass das den Prozessor beschleunigt. Tja, guck mal. Kannst du mal sehen. Merkwürdig, wie das läuft, ne? Echt schräg. 38, wir müssen rechts in die Spur. Also, es beschleunigt die Performance im Allgemeinen nicht, aber das Nachladeverhalten wenigstens. Ja, siehst du mal. Kannst mal sehen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ja. Hallo. Eine Kurzstrecke, wir sagen. Es ist kalt. Kurzstrecke. Wie kalt? Ach so. Ernsthaft? Den ist kalt in meinem Bus. Ich habe die Heizung / Klima an. Ja gut, bitte. Du bist auch gerade erst losgefahren, ne? Ja. Jojo. Ja, so, jetzt kann man uns wieder schön in die Kommentare schreiben. Ja, ihr fahrt ja nur eure Standardbusse. Ne? Ja, Tatsache. Ja. Richtig. Ist absolut korrekt. Guten Tag. Also für einen Bressner Platz klingt komisch. Klingt anders. Bressner Platz. Habe ich jetzt gar keine gehört. Die klingt irgendwie nach einem alten Mikro. Normal wieder. Vielleicht ist die noch von der Version 1. Kann sein. Nächste Haltestelle, Lemmental. Wirklich, ja. Lemmental Parkplatz P3. Bin ich denn hier richtig? Ich hoffe ja. Info zuerst zum Hauptbahnhof. Ja. Aber der sagt doch Parkplatz P3. Ja, warte, ich bin noch nicht so weit. Ich muss da erstmal raus. 38 P1 Rundfahrt. Wir müssen nicht erst zum Hauptbahnhof. Doch, P3 Hauptbahnhof? Haben wir schon? Ne, wir fahren P3. So, P3? Das ist doch nicht. Wir fahren 38 P1 Rundfahrt. Wir fahren die erste wieder raus. Okay. Dachte nämlich gerade schon, kann ja fast nicht sein hier. Und danach fahren wir zum Hauptbahnhof. Halten wir dann gar nicht am Leibnizplatz? Doch. Nee, dann halten wir ja gar nicht am Leibnizplatz. Nee, er sagt P3. Ja, ja, er sagte gerade P3, aber gleich sagt der Hauptbahnhof. Wo fahren wir denn jetzt lang, Mensch? Hier links oder geradeaus? Achso, dann sollten wir wohl zuerst... Ah, ja, ich weiß wo. Ich weiß, wo P3 ist. Ja, wo denn? Ja, direkt gegenüber vom Hauptbahnhof. Ah, okay. Fuck. Na gut, dann wende ich einmal. Wo wende ich denn jetzt hier am dümmsten? Ich fahre einmal hier durch die Klasse durch. Das kriege ich hin.
Hoppala. Hoppala, ja, hoppala, Standbild. Da kennt der Fahrer seine Linie nicht. Ja, Glück gelaufen. Tja, shit happens. Ein orangenes Bild. Oh Gott. Schön. Da komme ich niemals rum. Angenehmes Geräusch, angenehmes Geräusch, angenehmes Geräusch. Einmal haben sie mir nicht mehr. Darf wieder schneiden. Du darfst wieder schneiden? Darf wieder schneiden. Hat sich bei dir zu Tode geladen? Es hat sich eine Schleife gehängt. Das ist natürlich doof. Schon mal. Fuck, das passt nicht, wo ich wenden wollte. Ja, bei mir hat's auch nicht gepasst. Ich musste kurz die Kollision ausmachen, weil ich schon mitten im Tod war. Mein Knickschutz ist schon reingesprungen und ich hätte nicht Knickschutz mehr zurückgekommen. Achso, nee, das ist für die Ansagen. Das ist gut, er hat ja keine Knickschutzüberbrückung, der Bus. Anscheinend nicht. Ja, dann... Musst du wahrscheinlich auch die Kollisionslösung machen, ne? Ich vermute es, ja. Okay, Optionen erweitert. Da. So. Zurück zum Spiel. Wenden wir einmal. Hoppala. Hoppala, sagt der James. Ja. Jetzt einmal wieder in die Option. Erweitert. Und die Kollision wieder an. Ach, und zurück zum Spiel. 38, hier rechts rein. Bist du viel weiter als ich? Hat er mich jetzt ge... Nein, hat er nicht. Ja, ich bin weiter als du. Ja, jetzt muss ich Gas geben. Jetzt fahre ich 60. So. Machst du auf Schranke. Schranke, danke. Was habe ich denn jetzt Schlimmes gemacht? Kreisverkehr. Was? Die haben sich jetzt gerade beschwert. Was habe ich denn Schlimmes gemacht? Ich habe nur Gas gegeben. So, ja, wenn du zu ruppig Gas gibst, dann beschweren die sich. Also zu oft Gas und dann ist Gas wieder weg und so. Ich habe eigentlich nur gestanden und dann Gas gegeben. Hallo. War wahrscheinlich zu stark. Vielleicht hast du auch an der Bordsteinkante gestanden. Das kann auch sein. Möchte ich nicht ausschließen, auf jeden Fall. Ohne Lenkrad merkt man das ja nicht so gut. Das ist richtig. Oh, da ist eine Schranke. Mhm. Oh. Da ist beim Rausfahren ist nochmal eine. Ja, das wusste ich. Ich wusste auch, dass sie da ist. Ich habe sie nur vergessen. Und dann rief sie sich mit ihrer physischen Präsenz auf einmal wieder in mein Gedächtnis. So, Lemmental Hauptbahnhof. Schauen wir mal. 34, 39, 40, 35, ja, Zeile, 32, 38. Okay. Also. Jetzt sind sie alle drin. Um Kreisverkehr. In den Kreisverkehr rein und dann direkt in den Bahnhof rein. Nicht nochmal vorne dran vorbei, sondern direkt in den Bahnhof rein. Und dann ist es die zweite Bucht. Nach dem Parkplatz, glaube ich. Okay. Und wieder raus. Also wenn du mit dem Parkplatz mitzählst, ist es die dritte. Ich nehme mal nur die Haltebuchten, die normalen. Dann ist es die zweite. Also fahr doch mal. Fahr doch mit deinem scheiß Golf. Hallo. Lemmental, Hauptbahnhof. Ich bin stolz auf meinen Bus. Der hat gar nicht rumgesponnen dafür, dass wir jetzt hier am Bahnhof vorbeigefahren sind. Er fährt. Wahnsinn. Er hat das Gaspedal gefunden. Ja, das ist doch schon mal etwas. Hammer.
So, 38. Nee, nicht Lemmental, Höffe. Höffe ist falsch. So. Weiter? Hat er mich weiter, so, nicht die erste. Ja, hab mich verzählt. 38. Klassiker. Und dann direkt wieder die erste aus dem Dings raus. Mal, da dann fahren wir jetzt 628er. Ein 628er. Hauptbahnhof. Ja, und dann fahren wir zum Leibnizplatz und den müsstest du ja mittlerweile kennen. Von der groben Fahrtrichtung her. So. Ja, jetzt geht's über den Leibnizplatz. Genau, und dann Höffe. Also Leibnizplatz auf die Busspur, dann geradeaus. So, Lemmental-Leibnizplatz. Die Deutsche Bahn sagt jetzt im RE42 mittlerweile immer noch die Haltestelle an, wenn du wieder. Also, wenn der die Türfreigabe reinmacht und die Türen aufgehen, dann sagen sie jetzt nochmal die Haltestelle an. Okay. Bei der S-Bahn machen die das aber schon länger in Köln. Okay, ja, bei der S-Bahn. Nächste Station, sagen die. Genau, nächste Station, ne, das sagen die an während der Fahrt. Und wenn der dann die Türfreigabe reinmacht, dann sagen sie meinetwegen dann nochmal Duisburg Hauptbahnhof. Okay. Also einfach ohne das nächste Station. Weil das ist interessant. Die spielen momentan ja an ihren Haltestellenansagen rum. Also jetzt sind sie ja auf einmal alle mit Gong und dann wird ja auf einmal jetzt noch jede Zugverbindung durchgesagt und Richtungen angegeben, in die man da reisen kann bei großen Hauptbahnhöfen und ja, jetzt kommt noch das dazu, also Deutsche Bahn modernisiert. Wollen dem Ingo wieder Arbeit verschaffen hier. Ja, vielleicht darfst du ja auch irgendwann der gute Mozart mal bei der Deutschen Bahn versuchen. Das fände ich ultra geil. Mein für National Express. Die haben ja eine ähnliche Stimme. Ja, nur ziemlich. Wobei Mozart und er haben, also Benito hat sich ja mal mit ihm verglichen im OMSI-Forum. Hallo. Und die haben ein sehr ähnliches Klangbild von der Stimme her. Wobei er irgendwie sagte, er wäre mehr Bass. Also ja, ist auch. Und der Ingo ist ein bisschen mehr Tenor. Ja, ist schon richtig. Mozart ist ein bisschen bassiger von der Stimme her, aber. Aber im Grundklang gebe ich dir recht, da sind die sehr ähnlich. Ja, finde ich auch. Aber allein schon, dass er das durch Simulationsansagen geschafft hat, Ansagen für National Express zu sprechen, ist schon geil genug. National Express ist jetzt kein großes Unternehmen, die werden auch garantiert so die Trainsim-Szene so ein bisschen als Werbung sehen. Auf jeden Fall, aber. Ich meine, da gibt's für den Talent 2 scheint es wohl irgendwie so ein National Express Repaint zu geben. Gibt's das? Das wollte ich mir immer mal laden und damals, als ich geguckt hatte, gab's das noch nicht. Dann muss ich mir das mal ziehen, das Repaint. Glaube. Weil die finde ich nämlich verdammt cool vom Aussehen her. Die sind aber blau. Die sind blau-weiß, genau. Ja, ich hab die schon gesehen. Ich weiß. Dass du die schon gesehen hast. Da sagtest du, da kommt jetzt gleich einer aus dem Zug, der sieht genauso weiß aus wie der Zug selber. Ja, auch als ich an Rosenmontag auf dich gewartet habe, da stand auch National Express in Bonn auf Gleis 4, wo ich mir immer noch die Frage gestellt habe, warum stellen sie ihn dahin? Weiß ich nicht. Weil das Gleis relativ kurz ist halt. Ja gut, wenn es der RB48 ist, fahren sie ja nur mit einer Einheit. War ein RB48, aber es war ein vierteiliger und ein dreiteiliger. Es war Rosenmontag. Ja gut, dann haben sie die zusammengehängt. So, jetzt fahren wir da unten durch den Tunnel durch. Yay! Ja. Vor mir steht einer, der hat LE 911. Oh, ich habe aber noch eine Zahl dahinter, ich glaube es ist eine 8. Ich müsste mal LE noch hinschreiben beim nächsten Mal. Ich schreibe immer LT. Aber mit den Kennzeichen habe ich es ja eh nicht so. Ja. Nee, hast du auch nicht. Geb's ja offen zu. Der hat NEW. Aber guck mal, auf dem Ibis steht aber auch LE. Punkt. Ja, und stimmt. Auf den Schildern auch. Auf meinem Ibis leider nicht.
Nee, steht da nicht le.bonag.zecher? Nee, da steht zum Beispiel nur Bonner G. Post. Oder, ja. Also. Ich mag Linksabbiegerampeln. Oh, grün. Oh, da fahre ich zum Zurück. Mal sehen, wie lange. Was mich tatsächlich ein bisschen nervt, ist, dass hier auf dem Grünstreifen Leute laufen. Das kann man doch bestimmt ändern. Das kann man definitiv Carsten, ändern. sag Carsten, doch mal. Carsten, sag mal, Carsten. Carsten, du als Experte. Du als Mapbauer, du weißt das doch. Ach, da, das sieht sicher 38P aus. und R Shuttle fährt sofort. Da habe ich mich glatt auf die falsche Spur verirrt. Hohenmarkt Rathaus. Jo. Oh, ich hab Blockiere gerade. da hinten alles. Ui. So, die wird auch noch grün. Hör mal, perfekt. Hohenmarkt Rathaus. Ja, ich weiß, ich hinke hinterher, aber ich hatte vorhin auch Loading AI. Ja, du hattest ja deine Schleife da. Hatte einen kurzen Aussetzer in OMSI, Der ja. Josh würde jetzt wieder fragen, eine Vorschleife oder eine While-Schleife? Vielleicht ja eine If-Schleife. Ja, die darfst du nicht. Da kriegst du Ärger in der Uni. Der If-Schleife sagst. Mir egal, ich bin nicht in der Uni. Ich weiß. Also Ich darf ich das weiß. Ja, sagen? du darfst das sagen. Ich sag auch nichts dagegen, wenn Leute das sagen. Nur wir in der Uni würden da Anschiss bekommen und müssten ein Kastenbier ausgeben. Wenn wir das sagen. 1,50 Ja. immer noch Verspätung. Oh, grün. Ich hab mir sagen lassen, grüner wird's nicht. Hast du dir sagen lassen? Ja, guckst du einmal kurz nicht hin, weil du denkst, die Ampel ist ja sowieso rot. Und dann ist grün. Das blöde Ding grün. Ach, Busampel ist auch grün. Ah, Hohenmarkt Rathaus. Guten Tag. Guten Tag. Opel aktuell. Ein Opel Adam. Opel Adam und Eva. Ja. Nee, Adam. Nach Adam Opel benannt. Das ist der neue Kleinstwagen von Opel. Der Kleinstwagen, ist der so winzig Ja. oder Kleinstwagen wie VW Lupo, was? Oh Smart. Gott. Der ordnet sich ja in eine tolle Geschichte von Automobilen ein, du. Ja, die heißen Ja, Kleinstwagen. ich weiß, aber Lupo und Smart sind, Ist dafür neu für 10.000 Euro zu haben. repräsentieren die Automobilbranche super. Ja. Die repräsentieren halt Stadtautos. Ja, aber wenn du für mangelnde Leute, die halt Sicherheit nur in der Stadt 10.000 Euro fahren. zahlen möchtest. Also der Opel Adam ist schon ein relativ robustes, sicheres Auto. Ja, aber ich meine jetzt unser Smart zum Beispiel. Der ist ja Der mit ist fehlender mittlerweile auch. Knautschzone. Nee, hat er mittlerweile. Wo Der ist ja denn? jetzt in der dritten Generation oder so ein Kram. Vorne. Ja gut, aber wenn da richtig scheppert, dann. Hallo. Der Smart hat halt Hallo. den Vorteil, dass du keinen Motor gegens Bein geschoben kriegst. Ja, dafür vielleicht die Heckklappe des anderen. Oder so. Na, die sollte ja im Idealfall auch nachgeben. So, wir fahren hier geradeaus, okay. Ja, wir fahren geradeaus und wir halten an sehr vielen Haltestellen. Lassen gar nicht so viel aus. Tag, Kollege. Schon wieder grün geworden. Guckst du einmal nicht hin, wenn die blöden Ampeln alle grün. Ja, das machen die Ampeln bewusst so, um dich zu ärgern. Ich merke das schon. Guten Tag. Ampeln mögen keine Menschen. Was haben wir denn hier?
Betriebshof. Ja, da müssen wir ja nicht hin. Hier will jemand aussteigen. Ich hatte schon gehofft, ich könnte Marienkamp durchfahren. Hat sie gehofft? Ja. Also Marienmorgen heißt es, Entschuldigung. Ich bin jetzt an der BP-Tanke vorbei. Ich nicht. Ich hab gerade auf einer Brücke gehalten. Ich bin jetzt an der Bonner Gürtelpost. Was ist das? Hans-Pohl-Straße, neben der Baustelle. Ich Hallo. Bin, genau, Bonner Gürtelpost. Bin ich jetzt gerade. Gott, dann bist du 2 Haltestellen mindestens weiter als ich. Hopp, schneller. Da ist ein Kollege auf der 35. Mit einem äußerst dekorativen Repaint, muss ich sagen. Das gefiel mir. Ja? Was war es denn? Ja. Es war so eins mit Bergen auf der Seite. War, glaube ich, von den Lemmenthaler Stadtwerken. Nächste Haltestelle. Lemmental 4 Buchen, direkt gegenüber vom Betriebshof. Ja, dann bis jetzt nur noch eine Haltestelle und eine Ampel hinter mir. Also, ich stehe gerade an der Ampel. Und dann bis jetzt nur noch eine Haltestelle hinter mir. Einmal nochmal. Und weiter. Das aber auch. Am Anfang haben wir direkt eine Verspätung aufgebaut, die ist unschön, ne? Ich hatte zwischendurch 3 Minuten. Ja, ich auch, glaube ich. Ja, das war halt, dass wir uns halt auch verfahren haben, ne? War. Näher ans Mikro. Wieder näher ans Mikro, meine Güte, ey. Gleich küsse ich das Ding, du. Ja, mach einfach wieder Josh. Ah, Mikro. Oh. Ja, so nah möchte ich mit meinem Mikro aber nicht unbedingt sein. Nee. Aber so nah ist doch praktisch. Ja, aber das Problem ist dann, wenn das so nah ist, und du quasi schon durch den Popschutz durchspuckst, ja, dann gibt das blöde Hinterlassungen auf der Kapsel. Und die sind so, aber so nah ist trotzdem praktisch, damit kannst du Sachen sehen, die siehst du nicht. Oh Gott, ey. Und so nah ist praktisch, James. Na, guck mal, die 39 soll jetzt auch fahren. Die sollte schon vor uns fahren. Aber ich sehe die hier nirgendwo. Die hat Verspätung. Vielleicht ist sie schon weg. Die steht aber noch auf der Anzeige. Ja, die Linien bleiben dann auch immer noch eine Zeit lang drauf stehen. 39, da ist sie hinter mir. Diesmal meinst die Ampeln gut mit mir. Atlasbruch. Über Hochstrund. Ja, guck mal, da fährt sie gerade. Mit einem Butterhausbus. Die fahren wir nächste Woche. Genau. Gut, fahren wir mal weiter. Nach Adlersbruch. Genau, über Hochstrund. Ja. Über Hochstrunzen voll. Kommt nix. Rums wieder runter. Mhm. Da war ein Drempel. Ja, am Lemmenthaler Markt. Da ist der Drempel. Nee, vor dem LKW komme ich noch raus. Ja, dann. Du stehst jetzt auch an der Ampel nach dem Lemmenthaler Markt. Ja. Dann sind wir jetzt exakt gleich auf. Knapp 46 Sekunden zu spät. 48. 54. 09. Ach komm. Eine Minute. So, Ampelgrün. Eine Minute, 6 Sekunden. Buffett, ich hab doch nur gebremst, ihr Säcke. So, erstmal auf die frisch asphaltierte Busspur. Ja, da fahre ich auch gerade drauf. Schön. Ich
38, hey, ganz hier vorne. Was? Was hat er? Mein Bruder kam rein. Achso. Ich stand so an der Tür und guckte. Und dann sagte ich, ich bin gerade in der Aufnahme. Also jetzt sagen müssen, ich bin gerade nackt. Der hat doch reingeguckt. Kann mich immer noch sehen. Wenn die schon im Zimmer sind, kann ich schwer behaupten, ich bin nackt, weil dann... Ne? Du hast gesagt, der sieht genauso schlecht wie du. Ja, aber der kann durchs Zimmer gucken. Das kriegt er hin. Das kriegt er genauso gut hin wie ich. Okay. Oh nee, gar nicht rechts abbiegen. Links hier, geradeaus müssen wir. Müssen jetzt erst... Nee, weiter geradeaus. Dann muss ich die Spur wechseln. Hier. Lässt du mich mal rüber? Arsch. Ja, jetzt bremse, jetzt wechselst du die Spur. Was für Pisser. Pisshaar. Da fahre ich noch drüber. P-I-S-S-A. Die war gelb. So. So, Flora. Flora, die Blumenflora? Nee, die Flora, die sich mit der Fauna zusammentut. Ach so, die. Und so. Mhm. Die immer. Da kommt die 33 entgegen. Nee, sehe ich nicht. Das sind Gebüsche. Du LKW, was feierst du da? Warum fährst du auf eine Busspur? Weil es kann. Wir sind in einem neuen Stadtteil. Was ist in einem neuen Stadtteil? Also in einem anderen Stadtteil jetzt, weil da gerade ein schönes Schild stand. Und zwar sind wir jetzt im Lemmental, Stadtteil Altenborn. Ja. Ja, in Dortmund Germania steht zum Beispiel, habe ich jetzt letztens auch das Schild mal gesehen. Und mich dann erstmal am Anfang gefragt, warum ich das erst jetzt sehe und danach mich nicht mehr ist gewundert. Ist dir eingefallen, dass du schlecht siehst? Nee, danach habe ich mich nicht mehr gewundert, weil das so ausgeblichen ist, dass du das kaum noch lesen kannst. Ach so. Und man dieses gelbe Schild dann ganz gerne mal übersieht. Außerdem ist es relativ wumpe, ob das gelbe Schild jetzt da steht oder nicht. Also für mich zumindest. So. Oh, da steht eine Bullerei auf dem Parkplatz. Die blitzt. Also, wäre geil, wenn sie es könnte, aber gibt's ja leider nicht. Ja, ich stehe gerade in der Ampel. In Richtung Altenborn Stadtpark. Ich halte gerade an der Haltestelle Altenborn. Hallo. Nee, Bonner Gürtel Polizei. Da war ich schon. Präsidium. Da war ich schon. Ich noch nicht, aber ich fahre da jetzt los. Also an der Haltestelle war ich da los. Linke Spur, Left Track. Ja, yep, Richtung Bahnhof Ost. Und da ist ein Kollege mit der... Ach, die drei Autoampel. 35. Ja. Drei Autoampel. Ja. Dann werde ich die Zeit nutzen, mal nach links zu gucken, um die Ampel auch zu sehen, während ich hier trinke. Ja, trinken ist eine Idee. Natürlich wird die Ampel dann grün, war ja klar. So, und jetzt stehe ich an der nächsten, die jetzt ja auch grün werden müsste. Ja, die werden nacheinander grün. Also, wenn man so vom Cockpit aus guckt und so vom Sound her, kann man den C2 schon ganz gut fahren. Gell, würde ja, der Josh ist letztens den C2Ü gefahren mit einem Soundpack von Pedro und den Rädern von Pedro, war das, glaube ich. Das Soundpack sagt mir nicht ganz hundertprozentig zu. Also er hat auch ein Lenkrad gemoddet, der Pedro. Das Lenkrad hat er neu gebaut. Wobei dem richtig. Lenkrad, das sieht ganz nice aus, tatsächlich. Fehlen nur leider die Funktionstasten, aber sonst sieht das sehr gut aus.
Na, ist ja egal. Ja, das ist auch egal quasi. Hallo. Wobei ich mich dann frage, wie du dann bei Darius das Display bedienst. Weil die da funktionieren ja tatsächlich zwei Tasten von. Vielleicht sind die Maus-Events ja trotzdem da. Ja, gut. Die Maus-Events werden, denke ich mal, separat sein. Und das kann sehr gut sein, ja. Und hier ist 30. Dann fahren wir auch 30. Ich habe jetzt ein neues Yatak-Shirt zusammengestellt. Schon wieder? Für die Gamescom, ja, mit dem neuen Design. Was ich ja mal machen wollte jetzt. Ach so, ja, ich brauche ja kein neues T-Shirt. Ich habe jetzt noch nicht. Das Yatak-Shirt. Das ja. Wird aber zur Gamescom. Bekommt das nochmal ein BMAC-Logo, beziehungsweise nehme ich. Wir sind ja auch zwei Tage auf der Gamescom. Das heißt, ich ziehe den einen Tag das Yatak-Shirt mit dem neuen Design an und den anderen Tag das Yatak-Shirt mit dem BMAC-Design. Also mit dem BMAC-Logo drauf. Achso, ja, ich werde wahrscheinlich beide Tage mein T-Shirt tragen, was ich sowieso habe, weil das werde ich dann, sobald wir raus sind aus der Gamescom, werde ich mir ein anderes T-Shirt anziehen. Und das Kanal-Shirt dann mit Fibres oder so einem Kram behandeln. Na denn. Wie weit ist es eigentlich von der Gamescom bis zu unserer Schlafmöglichkeit? Weißt du das in etwa? Mit dem Zug? Ja. Stündchen? Wärst du da ja bestimmt, oder? Ja, halbe. Halbe? Halt von Köln nach Bonn runter. Köln nach Bonn? Ja, Basecamp. Und dann noch mit der U-Bahn, ja. Oh, und mein Spiel hängt. Ich weiß gar nicht, ob die S-Bahn-Haltestelle im Regierungsviertel jetzt fertig ist. Mein Omsi hängt. Ja, warum sollte es nur meins tun? Ja. Oh, guck mal, ein Kollege mit einem Line City. Und mein Sound. Von der RVAG. Ja, der Sound ist durch, das heißt, ich muss neu starten. Okay, aber dann drücke ich einfach auf die Pause-Taste und schaue mich hier am Zock ein bisschen um. Ne, starte du mal dein Omsi neu, ich guck mal, was der Kollege da hinten für eine Linie fährt. Der fährt. So, ja, Taktbild ist schon drin. Sehr gut. Rehnbach. Fährt er die 434, also die 34. Sonst keiner der Pausen? Ja, schade. Hallo Omsi, würdest du dich jetzt beenden? Keine Rückmeldung? Rundfahrt P plus R Shuttle. Also Omsi ist abgestürzt, möchte sich aber gerade auch nicht beenden. Über den Taskmanager. Ja, bin ich gerade dran, das zu probieren. So. Beim Taskmanager geht das immer. Ich schieße jetzt mal den Prozess Omsi. Ja, das hier gefällt mir als Screenshot nicht. Ist aber gut gefüllt, der Bus. Muss ich sagen. So. Gut, Leute. Spätestens, wenn man den Prozess killt, ist Omsi auch weg. Ja, das meinte ich doch. Ja, ich habe sonst erstmal den Task. Ich versuche immer erstmal den Task zu killen. Und dann den Prozess. Achso. Ich mache immer direkt den Prozess. Ist auf jeden Fall effektiver, ja. Ja, weil das funktioniert. Task funktioniert es, auch oft. Es sei denn, der Lenkrad hier, Logitech Profiler, hat sich festgefressen, der lässt sich dann nur noch mit einem Neustart beenden. Okay. Das ist natürlich Problem. Schön. Das Problem hatte ich einmal, da habe ich Project Cars gestartet. Und bekam auch dieses erste Bild mit dieser Auflistung von den ganzen Logos. Und das war's. Schön. Weiter kam er nicht. Also muss ich Google bemühen, die mir gesagt haben, ja, das liegt am Logitech Profiler. Und dann habe ich da mal mit rechts auf das Symbol geklickt und habe festgestellt, da kommt auch kein Kontextmenü mehr. Cool. Das ist immer klasse. Mhm. Dann wollte ich den beenden über eine Taskmanager. Das ging nicht. Also, Prozess killen ging nicht.
Und ja, dann muss ich neu starten. Ja, schön, schön. So. So will man das doch haben. So soll um sie doch laufen, du. Was? Eigentlich Um sie? nicht. Ich habe meinen Um sie. Project Cars Ich. bekommen. Ah, ich bin doof. Sorry. Ich meine Project Cars. So soll der Profiler ja laufen. Ich, bin gerade. Mein Gehirn geht dann immer direkt davon aus, wenn was nicht läuft, dass es um sie ist. Deswegen habe ich gerade um sie gesagt. Ich meinte natürlich den Profiler. Aber Ja, dass ich der hatte Profiler letztens. Project Cars so lahmlegt, dass du nur bis zu Das Autos kommst? Zu ja, Autos-Logo? weil er irgendwie dann scheinbar den Profiler, der ja da auch gleichzeitig die Treiber darstellt, fragt er dann, glaube ich, ab. Und wenn er von dem keine Antwort kriegt, dann ist Arschlecken rasieren. So, ich bin jetzt wieder in-game. Die Ich Zeit hatte ist. letztens einen richtig geilen Kommentar. Ja? Ha, was hat's denn für einen Kommentar? Unter einem Omsi-Video mit der Frage, warum leckt es? ETS2 leckt doch auch nicht. ETS2 leckt doch nicht. Okay. Wo ich dann nur drunter geschrieben habe, ja, es ist Omsi 2, nicht ETS2. So, ich habe die Pause mal wieder weggemacht. So, jetzt sind wir. Ach, sehr schön. Über die Absturzstelle hinweg. Die Kacheln hat er geladen. Gut. So. Bin sowieso 1,5 Minuten zu früh. Was? Ah ja, du bist ja schon am ZOB gewesen. Da war ich ja noch nicht. Ich glaube, hier ist Aufenthalt. Ich habe jetzt Bisschen. 13:56 Uhr, 27, 28, 29, 30. Warte. 56. Ja. So, warte, dann bist du ja eine gute Minute weiter als ich. Bin ich das? Jetzt nicht mehr. Lemmtal ZOB ist da. Nö. Ich hatte ja aber auch vorhin die Pause drin. Das kann wohl sein, dass das sich dadurch verschoben hat. Ja, das kann sein, weil du ja deinen Absturz hattest. So. Das auch. Ich fahre mal weiter. Ah Ich ja. habe Abfahrt. Willst du mit? Hallo, haben Sie letzte Textur nach? Danke. Was steht denn da hinten? Da steht ein Bus. Uah. Guck Hallo. nach vorne. Schauen wir mal. Ja, okay. Bild hatte ich wieder ausgeblendet. Gut. Das hier Taktbild ist wieder ausgeblendet. Der Odeonsweg. Und jetzt einmal rechts abbiegen, weil ich doch immer über die Bordsteinkanten fahre. An jeder Kreuzung, ja. Dachte ich Lemmental, erwähne es nochmal. ZOB, Altstadt. Du nimmst an jeder Kreuzung nimmst den Bordstein mit? Ja, hat man mir gesagt. Ach so, ja. Hör mal, James, dann lass das doch mal. Wenn du das immer machst, ne? Lass das doch mal. Macht das ja gar nicht immer. Es passiert ab und zu mal. Ist egal. Genauso wie echten Busfahrern das auch ab und zu mal passiert. Nein, nein. Das stimmt nicht. Das passiert so. Nö. Sowas passiert nicht. Nein, nein. Das passiert. Versuch dich hier jetzt nicht rauszureden, ja? Das passiert nicht. Passiert nie. Nee, nee. So, wir müssen jetzt wahrscheinlich beim ZOB rechts raus. Dachte ich es mir doch. Nächste Haltestelle, Lemmental-Odiansweg. Ich habe ja auch behauptet, habe ich auch gelernt, dass mein Fahrstil der beste ist. Ja, klar. Wo ich doch immer nur sage, ich fahre gut. Nee, nee, du sagst damit, dass das dein Fahrstil der beste ist. Das weißt du doch, James. Also, ich benutze nur in einem Kontext das Wort besser. Und das ist, wenn ich mein Fahrstil mit deinem vergleiche. Arsch, du bist der Arsch, ja, aber du sagst die Guten Wahrheit. Tag. So, wir müssen links abbiegen. Hier ist noch gelb, das fahre ich jetzt noch. Weit Nächste ausholen. Haltestelle, Lemmental Kreiskrankenhaus. Ja, da sollte man ein bisschen ausholen. Ja, hat geklappt.
Lemmental Kreiskrankenhaus. Also jetzt nicht weit ausholen, aber... Ein bisschen weiter. Man sollte die Kurve halt nicht schneiden. Richtig. Oh, guck mal, da kommt mir ein alter Citaro entgegen. Was, mir kommt hier gerade gar nichts entgegen. Aber wird wahrscheinlich ein Subunternehmer sein. Weiß ich nicht, ich habe leider das Repaint Pack nicht installiert. Muss ich mal machen. Habe ich nur auf dem anderen PC. Machen? Ja, ich glaube, ich habe das auf dem anderen PC schon Hallo. Installiert jetzt. Guck mal, da kommt mir wieder ein Facelift entgegen. Jetzt will ich mal wissen, was das für eine Werbung ist. Und exakt 00, pünktlich. Sehr schön. Irgendein Mineralwasser oder so. Keine Ahnung, oder Stadtwerke oder... Stadtwerke Mineralwasser. Stadtwerke Mineralwasser? Ahnung. War, glaube ich, der gleiche Bus, der mir vorhin schon mal entgegengekommen ist. Ja, die man begegnet sich ja hier und da mal mit den Fahrzeugen. Ich finde das ganz schön, dass hier relativ, dadurch, dass es viele Linien sind, relativ viele Busse einem auch entgegenkommen. Ja, das finde ich auch. Das ist ein belebtes Stadtbild auf jeden Fall, weil ich meine, hat man ja im Real Life auch, dass einem die Busse da entgegenkommen. 40. Ulrich Webergasse. Hallo. Hallo. Oh Gott. Wie hießen die denn noch gleich? Günther? War das Günther? Ja, ich glaube, das war Günther. Der mit der Glatze. Der mit der Glatze und dieser Dingsjacke, dieser leuchtend roten oder blauen. Ja, ja, das ist gut. Ja, ja, okay. Doppel-Günther mit doppelroter Jacke. Cool. Da kommt was Kurzes. Halten wir gleich wieder Nummer P3 hier. Und der Lange mit den braunen Haaren, das ist Olaf. Olaf. Das hier ist Olaf. Das ist Olaf. Weil der meinem Cousin recht ähnlich sieht, der auch Olaf ist. Ach, P2 halten wir gleich nochmal. Da haben wir ja schon gehalten. Guten Tag. Ja, wir fahren jetzt quasi über den Hauptbahnhof wieder zurück, glaube ich. Halten wir nochmal am Hauptbahnhof? Hoffentlich nicht. Gucke. Aber ich glaube ja. Ja. Tun wir. Nächste Haltestelle. Oh, oh, oh. Lemmental Bahnhofstraße. Oh, 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 oh. Bahnhofstraße. So, Kollege, passt. Wieder weiter als ich. Der hat jetzt gerade erst durchgesagt. Ich fahre noch dahin gerade. Bin gerade auf dem Weg zur Ulrich-Weber-Gasse. Ach so. Ja, dann trödel doch nicht so. Ich rase halt nicht die ganze Zeit. Aber es macht so Spaß. Mit dem Bus hier. Das ist nicht Project Cars hier. Ja, aber 394 PS. Auch noch zumachen. Losfahren einfacher. Ja, Bahnhofstraße, jetzt kommt nochmal Lemmental Hauptbahnhof. Also hat er noch nicht gesagt, aber kommt ja jetzt. Yo, viermal ein grüner Benz. Viermal der gleiche grüne Benz hintereinander geparkt. Hier steht er nochmal, fünfmal. Ja, kann man noch machen. Tja, Mensch. Ist eine... Die Farbe ist vielleicht ist es ein vielleicht ist ein Mercedes-Fanclub oder so. Ja, kann ja sein. Ich habe gerade schon gedacht, mein Omsi würde jetzt nochmal sterben. Nee, einmal reicht. Einmal reicht bei jedem, ne? Meins ist ja nicht gestorben. Ja, aber hängen geblieben. Ja, aber ich weiß ja, wie ich das Problem löse. Ich erinnere mich noch daran, wie das früher öfter mal beim Omsi Probleme gab. Wenn du da konntest du fast keine, also in den Anfangszeiten von Omsi 2 konntest du ja fast keine Aufnahme machen ohne Absturz. Ich weiß. Das war ja furchtbar. Furchtbar, ganz furchtbar. Furchtbar war das. Furchtbar, genau. So. Ja, das ist furchtbar, ist ein witziges Wort. Du musst nur zwei Buchstaben austauschen und kriegst ein völlig neues. 38, direkt zweite Ausfahrt. Weiß ich nicht, ich bin erst in der Bahnhofstraße, Mensch. Erzähl mir das doch nochmal, wenn ich am Bahnhof ankomme. Eins. Wohl was? Wo halten wir denn hier?
zweite Ausfahrt ist für mich hier geradeaus. Ach, und ah, okay. Mhm. Jetzt kommt Hauptbahnhof und jetzt hängt es gleich einmal kurz. Genau hier. Und jetzt geht's weiter. Weil wegen Hauptbahnhof nachladen. Wir fahren jetzt einen interessanten Weg. Weiß ich nicht, da ist ein Krempel. Also beim Kreisverkehr fährst du die zweite Ausfahrt zur Brücke hin auf den Mittelstreifen. Und dann fährst du hinter dem Hauptbahnhof vorbei. Also so, als würdest du direkt zum Pauseplatz fahren wollen. Ach ja, da, ja. Mhm. So, und dann fährst du von der anderen Seite aus wahrscheinlich rein. Okay. Da könnten wir übrigens jedes Mal langfahren, anstatt hier die eine blöde Ausfahrt zu nehmen, aber... Könnten wir tun. Ich glaube, das ist entspannter. So, 38 nehme ich jetzt wieder links. Und hier rum. Und dann ist es die... Direkt die erste Bucht. Nachdem du rumgefahren bist, direkt die erste Bucht. Also, ja, ich fahre dann jetzt rein, also so, biege jetzt ab. Ach guck mal, jetzt schon wieder drei KI-Busse. Hier ist echt ein schöner Busverkehr am Hauptbahnhof. 18 FPS, muss ich mehr sagen. Ich habe gerade 30. Mir ist es lieber, wenn die mir auf freier Strecke entgegenkommen. Guck mal, da oben steht wieder ein 628er. Ich habe drei Facelifts und... Wie viel FPS? Ich habe hier gerade nur ein Facelift G. 30 FPS, also ich kann mich gerade nicht beschweren. Ein Facelift G und zwei Züge. So, und wo fahren wir jetzt wieder raus? Ich schaue es gerade. 30, 40, vierte Ausfahrt, Rest erste Ausfahrt. Okay. Das heißt, wir müssen aber... Oh Gott. Ich hätte weit ausholen müssen und rum. Jetzt muss ich einmal durch den Kreisverkehr durch. Komm, fahr mit deinem Lotto-Bus. Lotto, Mann. Lotto, Dotto. Was, Toto und Harry? Ja, genau. Lotto, Toto und Harry. Wo rennen die hin? Hier laufen Leute mitten auf der Straße. Wieso denn das? Die sind vorhin aus der 38 ausgestiegen. Ich sehe schon das Ende auf meinem Drucker. Ja, ist keine Kunst. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist ja nur noch Bressner Platz, Wilsfuß, dann P2, dann P1. Wenn ich mich nicht ganz verzähle. Jetzt müssen wir nochmal zum Kreisverkehr. Leibnizplatz geht und dann die erste Ausfahrt. Weiß ich. Wie ich zum Bressner Platz komme, weiß ich. Da fahren mehrere Linien hin. Lang. Du. Nach. Ne? Mhm. Weiß ich Bescheid. Also hier fahren die 31, 32, 33, 38 und die 39. Und ich bin sie alle schon gefahren. Alle! Der James ist ja alle schon gefahren. Eine Fahrkarte. Einfach Gärtchen, bitte. 38, einmal hier lang. Zack. Ist eine schöne Linie, die 38, muss ich sagen. Fällt mir sehr gut. Na, geht. Findest du ganz schön. Geht, geht. Dir gefällt sie nicht so? Sie ist nachvollziehbar, aber... Schön jetzt, also schön würde ich sie jetzt nicht nennen. Schön ist zum Beispiel die 39. Ja, dann bin ich mal gespannt. Ist eine Solo-Buslinie, ne, die 39? Ne, Gelenk. Auch Gelenk. Ja, guck mal. Ja, können wir mal schauen, wann wir die diese Woche aufnehmen. Ja, ist aber erst die... Warte mal, 1, 2, 3 Stück kommen dann noch. Also nach der hier. Nächste Haltestelle.
Haltestelle. Wir haben ja noch ein paar in den 40ern, wir haben die 39 und die 31 noch. Genau. Also eine in den, die 40 nur, glaube ich. Gibt's nicht noch mehr? Gibt's nicht nur eine 41 oder 42? Oh, und wieder zu lang auf der Kachel gewesen. Da schließt du woraus? Stau, der sich nicht aufhebt. Ach so. Nämlich an der Einkreuzung, die Josh schon kritisiert hat, nämlich am Bresner Platz. Er ist aber auch relativ lange auf der Kachel. Bei mir war kein Stau. Bei mir ist da das Todesstau. Das Todes auf Doom. Okay, weil ich einen Unfall auch in dem Dingens hatte im Kreisverkehr. Zumindest sagt er mir das gerade. Ja, wenn du da einen Unfall baust, dann wundert mich das nicht. Ich meine, ich hätte aber ich hätte den gar nicht erst berührt. Denn dann hatte der einen Unfall mit mir. Oh. Wildfuß. Bin gleich schon da. Du bist gleich schon da, ja? Mhm. Na dann. Ich halte jetzt am P2. Da war ich schon. Der Ampel ist Mobbing. Ich stand fast und sie wird grün. Mobbing-Ampel! Die Ampel mobbt den James. Wilsfuß, keiner rein, keiner raus. Tschüss, dann fahre ich hier durch. Da will aber jemand raus. Oh Gott, die Ampel ist allein schon Mobbing durch ihre Positionierung hier, durch ihre Position. Weil die so weit ab vom Schuss steht. Vorne ist der Bundeswehrbus, der muss mir in fast jeder Map-Folge mindestens einmal entgegenkommen, ansonsten ist er, glaube ich, unglücklich. Ja, der hat so ein Bundeswehrmuster. Schick. Und wir dienen Deutschland, steht da drauf und so ein Kack. Entschuldigung, Bundeswehr ist ein Witzverein. Nimmt doch kein Mensch ernst. Nein, er endet dort. Mann. Nächste Haltestelle, Lemmental Parkplatz P1. Lemmental Parkplatz P1. Also ich habe zumindest die Collision-Fix-Dinger von dir installiert. Das ist gut. Weil sonst wäre ich jetzt gerade schon flöten gegangen. An die Kreuzung erinnere ich mich nämlich noch und da bin ich beim letzten Mal flöten gegangen. Also bei dem letzten Mal, wo ich die Fix-Geschichten noch nicht installiert hatte. Muss raus. Hey Julian, dein Spiel ist so leise. Ja. Ist ja nur mal so bei einem Euro 6 Bus. Ja. Euro 6 Gelenkbus. Und außerdem ist ja wichtiger, dass man unser Gesabbel versteht und nicht das Spiel. Ist das so? Ja, also das Spiel muss er natürlich auch hören, aber... Ich meine, wir sabbeln ja nicht ohne Grund drüber, ne? Man will ja dann auch verstanden werden. Echt? Ja, du nicht? Ist ja das egal, ob die Leute dich hören oder nicht? Ja. Total. Na dann. So, bist du jetzt auch mal hier P1 angekommen? Ich bin am P1, ja, aber noch nicht am Terminus. Ja, am Terminus bin ich auch nicht. Ich habe noch an der Ausstiegshaltestelle gewartet. Der Terminus ist nur 2 Meter weiter. Ich fahre jetzt Richtung Terminus. Der ist tatsächlich nur 2 Meter weit. Komm, ich fahr mal bis zum Klo nach vorne. Ich bin ja Busfahrer. Ne? So. Die Betonung liegt auf Fahrer, nicht Busläufer. Zu spät. Ich habe einen Fahrplan. Okay. Der 3:11 habe ich, ja. 3 Minuten 7 hatte ich jetzt, glaube ich. Oder 17. So, Tür auf. Geh quasi 2 Meter vor der Eingangstür zur Toilette. Ich quasi auch. Ich drücke jetzt hier auf OK. So wie die echte Busfahrer halt parken. Drücke hier auf Pause. Zack, gesperrt. So,
Kasse ist gesperrt. Ich habe hier Pause. Alles fit. Ich stelle mich jetzt hier draußen hin und entspanne eine Runde. Rauchen tue ich ja nicht, aber entspannen tue ich. Ich tue beides. Du entspannen und rauchen. Ja, machst du denn die Tür zu, dass es nicht in den Bus reinzieht, oder ist dir das egal? Das ist mir egal. Na dann, frohes Rauchen. Ich würde sagen, wir sind durch. Und ja, Tatsache. Ich muss... Schon länger, aber... Ja, das auch. Ja, also, ich meine, auch von der Linie her sind wir durch. Ach so, ja. Wobei Tatsache. Ich immer sagen muss, das fühlte sich jetzt nicht wie eine Dreiviertelstunde an. War aber eine. Ja, ich weiß, aber es fühlte sich nicht danach an. Weil es hat Spaß gemacht. Gut, ich würde sagen... Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, seid ihr auch beim nächsten Mal wieder bei. Ich sag auf Wiese gehen. Ich verabscheue mich. Bis dahin. Tschüss. Ja, dann auch von mir aus vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächste Woche wieder und bis dahin macht's gut und schwingt einen Hut.